So, dann starten wir jetzt, oder? Hallöchen und Popöchen. Ja, wollen wir uns mal irgendwie so ein bisschen um den Startpunkt hier aufstellen, oder? Das nennst du Startpunkt? Das ist hässlich. Ja, da ist zumindest der World Spawn, ja? Also das ist ein Startpunkt. Aber ein hässlicher Startpunkt. Ja, das mag ja alles sein. Zweimal F5 ganz schnell, dann siehst du deine Fresse. Entschuldigung, ich bin gerade am besten drückst du Alt F4, dann muss ich deine nicht mehr sehen. Okay, Alt F4. Oh, er hat uns nur verarscht. Also es ist schon halb sieben, also ich muss langsam ins Bett, Mama. Ja, okay. Wer nimmt denn jetzt eigentlich alles auf? Ja, ich. Aluna nicht? Nee, funktioniert ja noch nicht. Ach so. Ist ja noch kaputt. Egal, wenn das alles nicht... Okay. Wenn der Ding, dieser andere Typ da, der TH Gave, Kanal hat, braucht dann seinen Link auch noch. Wer ist das? Ja, kriegen wir hin. Okay, seid ihr soweit oder was? Soll ich mal so das Intro machen? Ja, stell dich zu uns hier. Oder wollen wir irgendwie alle zusammen so brüllen oder so? Nein, brüllen ist Übersteuerung. Brüllen kommt nie gut an. Wir sind zuerst ganz ruhig, damit die Leute kurz denken, hey, die hören sich cool an, dann schreien wir voll rein. So. Ja, okay. Klingt nach einem Plan. So zum Beispiel, hallo und herzlich willkommen, Leute! Was geht? Das finden wir schon richtig geil. Glaube ich auch, klar. Ja. So, stell ich mal mit dazu, der Strix. Aber okay. Wenn ich neben anderen stehe. Geboxt. Achso, ich sollte noch Game Mode wechseln. So, seid ihr noch so weit? Cool. Ja, gut, das sage ich doch. Okay, Zeit. Gut. Ja, danke, ich wusste es. Fickt euch alle! Nochmal, ne? Nochmal auf! Aufnahmen laufen? Läufen? Ja, ja, die laufen. Oh, die Moment, ich übersteuere. Ich muss ein bisschen weg. Gott, nein, die läuft. So, habt das bald, ja? Jetzt weiß ich immer, wie das bei den großen YouTubern ist. Die brauchen auch sicher ewig. Ey, wir sind hier die Großen, hallo? Natürlich, ist echt so. Gerne. Okay. Yay! Gib! Ah! Inkompetent. Ahoi Leute und herzlich willkommen zu Microcosmos 2.0. Das Projekt, auf das ihr und wir alle sehnsüchtig gewartet haben. Wir sind endlich wieder am Start. Und ich bin natürlich nicht alleine. Ich habe mal wieder tatkräftige Unterstützung dabei. Mit dabei ist hier Aluna. Ja, hallo. TKW. Und Destrix. Hallo? Bin ich hier richtig? Jawohl. Wir erklären gleich ganz kurz, worum es eigentlich geht für alle, die neu dabei sind oder die das erste Projekt nicht gesehen haben, beziehungsweise die erste Staffel. Ich würde sagen, wir machen aber vorher eine kleine Vorstellungsrunde. Und Ladies first, oder? Aluna, leg mal los. Ja, also, ich bin die Aluna. Mein ich Alter nicht. Weiß man nicht. Ach, aus gewissen 24. Gründen nenne ich das nicht. Ja, ich bin so um die 3 Jahre alt. Aha. Oh ja. Genauso wie er hier. Ganz stark. Na hackt wer, ich krieg Schaden. Okay. Und das war's eigentlich schon. Super. Yes, please, wer möchte? Der da, das Opfer unter uns. Hallo? Ja, leg los. Ich bin der Nico, ja. Alter unbekannt, wird noch herausgefunden. Ach, noch so einer. Top. Alter, ich geh jetzt mal was nach. Top. Ja, also nein, Hilfe! Ich krieg dich. Ach nö, dann krieg ich halt keinen. Okay, nächster. Und ich spiele gerne Minecraft. Top. Das kann doch alles sein. Ich bin der TKW. Und ich bin schon 3 Jahre alt. Noch so einer. Boah. Und ich heiße nicht Destrix und auch nicht Aluna und auch nicht Taro. Und ich bin richtig cool. Abonniert Multiplayer! Alles klar, wunderbar, das war eine hervorragende Vorstellungsrunde. Oh, wie im Kindergarten. Gut, ich erkläre mal kurz, worum es geht. Wer hat den Kindergarten in der gesagt? Zwischenzeit würde ich sagen, legen wir schon einfach los und bauen ein bisschen was. Oder? Ja, doch. So was Wundervolles wie das, ja?
geht natürlich erstmal los mit Ressourcen. Das ist ein Lollipop. Also, es ist ein ganz normales Survival-Projekt im Prinzip. Wir werden ganz normal Minecraft Survival spielen 1.9, denn die Version ist ja gerade erst rausgekommen. Danke fürs Holzklauen. Das hat überall eigentlich. Und genauso wie bei Microcosmos 1.0, wo wir die 1.8 ausprobiert haben, spielen wir dieses Mal natürlich wieder die neue Version 1.9 und werden hoffentlich alles erkunden, was es so Neues gibt und viele Abenteuer erleben. Und auf jeden Fall, ganz normales Survival-Projekt, habe ich gesagt, wir werden alle irgendwie unser eigenes Haus bauen oder unsere eigene Basis, wie auch immer. Hoffentlich natürlich auch viel zusammenspielen, viel gemeinsam bauen, vielleicht auch gemeinsame Abenteuer erleben. Hat ja beim letzten Mal schon so gut funktioniert, ne? Ja, genau, letztes Mal war so ein bisschen chaotisch noch, aber ich denke mal... Das lag aber nur an Tarok und da der diesmal nicht so wirklich dabei ist... Richtig, ich gehe wieder eine Folge und dann ist vorbei für mich. Ja. Auf jeden Fall sind dieses Mal alles YouTuber dabei und Links findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Hey, MC Dom wird auch noch dazu stoßen, Drioxon wird auch noch dazu stoßen, die hatten jetzt heute leider keine Zeit. Das sind diese Namen, die du da aufzählst. Ja, lernt ihr alle kennen. Hör ich zum ersten Mal. Keine Sorge. Ja, du mich auch. Abgehoben. Abgehoben! Ja, ansonsten, was gibt's sonst noch zu sagen? Nix, okay. Dann halten wir jetzt die Klappe und spielen Minecraft. Ich bin mit meinem Texture-Pack noch nicht so zufrieden, also mit meinem Ressourcenpaket. Das Schaf, das hat ja Augen, Nase und einen Mund. Was soll das? Achso, eine Sache wollte ich noch sagen. Wir hatten das ja in der ersten Staffel auch so gemacht, dass wir versucht haben, alle, oder unser Ziel war es, erstmal alle zusammen ein kleines Dorf zu bauen. Also jeder war quasi mehr oder weniger verpflichtet, ein Haus im Dorf zu bauen, sodass wir alle einen gemeinsamen Anlaufpunkt haben. Und danach kann sich dann jeder ausbreiten, wohin er will, also 14.000 Blöcke entfernt ansiedeln oder sonst was. Aber das Dorf bauen wir bitte erstmal hier so um unseren Anfangspunkt hier, der nicht besonders schön ist. Ich weiß. Ich bin weit von hier weg. Aber dass wir hier irgendwie so ein kleines Dorf aufbauen, dass jeder zumindest ein Haus hat, mindestens, vielleicht sogar auch gleich eine Burg, mir egal. Aber dass wir alle so ein gemeinsames Dorf haben, so einen gemeinsamen Anlaufpunkt, wo man sich treffen kann. Und ja, wie gesagt, danach dürft ihr euch ausbreiten, wie ihr das gerne möchtet. Das finde ich okay. Sehr schön. Alles klar. Aluna geht gleich schon mal richtig ab. Multikill. Oh, das ist ein Alter, Cheater. Ich bin mit dem Texture-Pack nicht zufrieden. Ich muss das dann demnächst ändern. Ich kenne mich mit den Ressourcen nicht aus. Oh, hier ist direkt eine Höhle. Ja, ich habe schon Zombie gesehen. Ich habe einen Strich live. Das lädt sich auch nicht auf, gell? Dann macht's kaputt. Nein, wir spielen übrigens auf Hard, so wie auch das erste Mal. Und, das hat damals schon aufgeregt. Ich weiß. Creeper-Schaden ist natürlich auch an, alles mit dabei. Was ein Kack. So wie sich das gehört. Ich hab noch 2,5 Leben, diese Kack-Creeper. Der Fluch geht wieder los, ey. Yeah. Wie soll ich denn dann überhaupt irgendwie mich wieder aufheilen? Überhaupt nicht. Ja, ist doch gar nicht nötig. Ich bin gerade völlig desorientiert. Also, mir gehen die Hühner da eindeutig auf die Nerven. Machen die denn da auf deinen Nerven? Ich versteh schon, warum die Axt so ein Stab ist. Das ist ja dieser Game Mod Stick ja mal wieder, oder? Wahrscheinlich zum Markieren von World Edit. Nee, World Edit haben wir hier nicht drauf. Das ist ein ganz normaler Survival Server, ohne Plugins, ohne irgendwas. Stick schaut, die erste Holzhack schaut bei mir nur im Texture-Pack total kacke aus. Das ist bei mir nur ein Zauberstab. Deine Axt schaut wieder normal aus. Oh shit. Okay. Wo seid ihr eigentlich alle hin? Oh shit, ich werde vom Skelett verfolgt. Hilfe! Ja, jetzt weißt du, wie es uns geht. Rettet mich! Bitte! Tut mir das nicht an! Warum sollten wir dich retten? Das ist ein Quatsch. Ja. Ich weiß auch nicht. Ich dachte, ihr werdet geile Kameraden oder so, aber okay. Ey, die sehen ja voll cool aus, die Skelette. Hab ich die mal angeguckt? Oh! Also bei mir ist es so, ich habe noch ein paar Fehler in meinem Texture-Pack. Könnte eventuell daran liegen, dass das noch aus der 1.8 ist, das? Ja, ich muss nur auch noch gucken, was ich... Das sieht so scheiße aus, Mensch. Ja, ich finde, ich habe dieses eine HD, ich weiß es gerade noch mal, ich kann hingucken. Das eine HD. Das modern Texture-Pack. HD 1.9, ich meine, es sieht auf dem ersten Eindruck eigentlich recht nett aus, aber es ist auch nicht so meins. Jetzt sehe ich das. Ja, schade. Und jetzt? Ja, schade. Also das ist nicht unfair, wir können hier nichts bauen. Ich aber ich werde die nächsten paar Mal vielleicht noch testen. Oh, da haben wir den ersten Tod. Jawohl. Oh. Den ersten Tod, das war mindestens toll, jetzt hat mein Sachenbüro verloren. Ey gut, der erste Tod in der Aufnahme. Warum haben wir eigentlich in der Nacht angefangen schon wieder?
Naja, es war ja Gute Tag, Frage. Aber dann haben wir so lange gelabert und so lange Versuche gebraucht, dass wir was auf die Reihe... Alter, wenn ich hier vom Baum runterfliege, bin ich schon tot. Ich habe genau einen Strich, was... Das ist ein Herz. Ich habe auch nur noch ein Herz. Was soll ich anfangen? Ich habe anderthalb Herzen, aber fast keinen Hunger. Also, auch sehr viel Hunger. Wenn du verstehst, was ich meine. Nein, okay. Genau, das war gestorben. Gestorben. Ich bin gestorben, ja, dass ich wieder voll lasse. Lass meine Sachen. Ey, hast du ein Essen für mich? Ja. Oh, danke. Ja. Apple. Das reicht, dass ich wieder recken kann. Yeah. Was wollen wir machen? Wollen wir da dann so ein Wasserhaus hier bauen, oder was? Huh? Also das sieht schon mal scheiße aus. Ein Wasserhaus? Ja, laut meines Text-to-Facts sieht das cool aus, ja. Ne, genau, was wollen wir eigentlich erstmal zusammenbauen oder kommt ja, ich alleine gleich Wasser direkt da oder wie wollen wir das machen? So. Naja, Dom ist ja nicht dabei, da kann das Anfangshaus ja nicht so schlimm werden, gell? Ja, das stimmt. Also ich baue da gerade ins Wasser, so versuche ich gerade so einen schönen Teich, so ein Teichhäuschen da zu machen. Okay, der Strix legt mal wieder alleine los. Na gut. Willst du eigentlich nicht mal die Spawn Protection wegmachen? Die ist voll ätzend. Du könntest doch mithelfen. Okay, ja, helf du kannst mit. Doch mithelfen. Ja, das bin ich gut, ich komm gleich da vorbei. Da muss ein Baumstamm hin, ich habe zu lange nicht mehr gebaut. Da muss hat irgendjemand Bock, sich um Essen zu kümmern? So eine Farm anzulegen oder sowas? Nein, okay. Nein, eine Farm wird vollkommen überbewertet. Ich glaube, meine Zuschauer sehen gerade gar nichts. Ich möchte mich schon mal dafür entschuldigen. Normal. Aber was Neues ist das ja nicht unbedingt, muss ich sagen. Muss ich gestehen. Ah, cool, ist sehr geil. Kohle. Ich gebe mir gerade richtig viel Mühe. Ist das so, ja? Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie ich weiter baue. Bis jetzt ganz gut geklappt, aber jetzt weiß ich nicht weiter. Ich brauche mehr Holz. Jetzt muss man ja hier dieses neue Kampfsystem austesten, ne? Kampfsystem gibt's auch, oder was? 1v1 Duell oder so? Auch ja. Oh, ich habe einen großen Baum angefangen. Ich hasse große Bäume. Man kann nicht mehr blocken. Weiß irgendjemand, wie man sich ein Schild macht? Boah, also sowas. Ich glaube mit auch. Leder und Holz oder sowas. Bin mir nicht ganz sicher. Da muss ich mich mal noch gründlich über das Spiel wieder erkunden. Ja, dafür sind wir hier, ne? Oh, da ist Eisen. Ja. Ich habe nur leider keine Steinspitzhacke. Das ist Kacke. Das ist Kacke. Er hat keine Steinspitzhacke. Oh, was ist ein Kaffee? Oh, krasse Rhymes am Start hier. Der traut sich ja was, der Tarok mal wieder. Das ist ein Wahnsinn. Sieht ein bisschen aus wie eine Brücke. Ja, ich versuche jetzt gerade auf die Seite irgendwie hinzubauen. Lasst mich mal. Ich bin der Einzige, der sich da gerade überhaupt was überlegt. Ist es schon wieder Tag? Nö. Bin ich gut. Ich nicht. Gib okay. mal Mühe, ja? Wenn du irgendwas weißt, dann bau was dran und versuch dein Glück. Wir versuchen da irgendwas Kreatives rauszubekommen. Ich habe den ersten Baustein gesetzt. Und okay, ich mach das jetzt kreativ. So, jetzt sieht schön aus. Was? Du machst das im Kreativ? Hex! Cheats! Vorsicht, da kommt ein Zombie. Ja, deswegen sind wir noch am Spawn. Also was ich ja schon mal sehr, sehr geil finde, ist, dass die Monster neue Animationen haben. So mit den Händen und so. Finde ich cool. Boah, ja, ich muss mich da überhaupt noch mal wieder einspielen. Holz. Holz, das ist alles Holz. So, ich habe schon mal einiges an Kohle geholt gerade. Wo bin ich denn? 31. Wir brauchen keine Kohle, wir brauchen... Natürlich, wir müssen alles ausleuchten. Hallo? Okay, da hast du recht. Hast du noch Minecraft gespielt oder was? Wir haben doch eine Armleuchte, da passt das doch. Oh Gott. Badum, der Witz des Tages. Sag mal, schämst du dich eigentlich manchmal? Oh, da unten ist ein Tarok. Oh Gott, ein toter Tarok, so wie es aussieht. Hilfe! Rettet mich! Oh, ein Zaun geht nochmal mit Sticks. I'm helping you. Ich geh weg von dir, will ich keine Hilfe. Wie geht nochmal ein Zaun? Da brauchst du Holz und Sticks für. Musst du in die Mitte zwei Holz machen und dann reicht schon links davon. Sticks. Neues Rezept. Nein, das war in der 1.8 schon so. Alter! Okay, dann andersrum, sorry.
Ja, ich hab dann gerade gedacht. Innen Sticks und außen Holz. Ja, ich hab's mir nämlich gedacht, das ist schon mal so ein Törchen. So dumm bin ich jetzt wieder auch nicht, ja? Das können wir nochmal diskutieren. Aber ein Turm aus Workbenches bauen. Alles ja, klar. Aha, ja. Aua, halbes Herz. Ja, das ist doch schon mal... Ja, okay, wenn wir hier alle drin so wohnen sollen, wird es eng, aber... Ja, es ist... Hallo? Umstand. Ich gebe mir da wenigstens Mühe, ja? Ach so. Ja, im Gegensatz zu anderen, die da irgendwo rumrennen und Kohle sammeln, hä? Ja, immerhin. Ja. So, wir haben immerhin schon mal ein Eisen, wir sind gut, oder? Ich habe 10 Eisen. Ja, ist mir voll egal. Er glaubt, jetzt ist er was Besonderes. Ist er aber schon, nicht. Ja, eigentlich. Ich muss gestehen, ich fühle mich. Willst du mich einmal hauen, bitte? Ich möchte dich auch gerne zweimal hauen. Ja. Ja, irgendwie ist das, glaube ich, noch ein Problem, dieses schnelle Sterben. Aha. Ja, ein bisschen, so. Eventuell. Das wäre wenigstens. Ey, das ist mein Eisenfinger weg. Ich hätte nichts dagegen, wenn es sich regeneriert, aber ja, wenn der Hunger so wie er jetzt ist im Hardcore, würde es mir reichen, aber wenn dann wirklich noch. Spielen wir gleich dieses Ultra-Hardcore-Überlebensmodus oben und einmal leben. Auch eine nette Idee. Aber die ja. Waren doch irgendwo Schweinchen, oder? Schweinchen rosa, Schweinchen dick. Alles klar. Oh. Gab's hier nicht irgendwo Schweine? Schweinis! Braucht jemand ein Steinschwert? Oha, da ist, da ist ein okay. Irgendwie ein Höhleneingang. Irgendwie, Alter, jetzt brauche ich wieder. Jetzt brauche ich wieder helle Holzblöcke. Geht mir das am Arsch? Warum habe ich dieses Haus mit so einer Holzrichtung angefangen? Fragen über Fragen. Fragen über Fragen und unbeantwortete Antworten. Unbeantwortete Antworten. Hä? So viele Fragen und so viele Ach, jetzt bin ich raus. Da explodiert wieder wer. Hä, was? Weil es so mega langsam ist. Ein Stone Axe macht 9 Angriffsschaden. Ja, aber dafür ist die sehr langsam, eine Axt. Ja, sag ich doch. So, ich habe jetzt schon wieder eine andere Idee. Ja, okay. Habe ich auf ganz schnell. Also ich nicht hoffe, man sieht was. Diggerin? Hä, was? Du warst es doch wieder, gibt's doch zu. Ach, Quatsch. Das war wieder ganz lustig da, ha? Würde ich doch niemals machen. Mann, ich kann dieses scheiß Hühnchen nicht treffen. Was ist denn los? Es ist kein scheiß Hühnchen. Es stinkt ja nicht. Sei nicht immer so gemein. Alter, jetzt brauchen die Blöcke wieder ewig. Ich brauche wieder eine Steinaxt. So. Was hat ihr jetzt? Hab ich das Gefühl, jetzt brauche ich da ganz alleine. Ja, ich helfe dir sofort. Ich wollte gerade eine Kiesaxt machen. Könnte funktionieren. Warum... Sind da überall immer nur einzelne Eisenblöcke? Eine Schallplatte, geil. Bin so okay. Als ob, der Hector. Natürlich. Da war eben ein Skelett, was ein Creeper abgeschossen hat. Nein, so, das nicht alles das kaputt machen, das passt, du lass das. Upsi. Nur, ich wollte nur links und rechts eins machen und dann so... Ding. Alter. Ich kann eben im Wasser stehen. So, schauen wir mal, ob das was wird. So, links und rechts. Ja, kann man machen. Und dann das. Toll, so. Das Eisen ist in der Spawn Protection. Geil. Haha, du Dulli. Dann nur so Platten wollte ich hinmachen. Weil ich dann irgendwann noch so links und rechts bestehen. Das ist ein bisschen, ja, gerade unprofessionell, aber ich gebe mir Mühe. Ja, jetzt kommst du nicht mehr raus, jetzt musst du sterben. Und ob. Oh. Der Heck doch, so jetzt sieht das mal wieder nicht aus. Oh. Willst du nicht für den Anfang wenigstens auf normal stellen? Das ist ja grauenvoll, Alter. Nee. Doch, was willst du? Haha. Das ist ein Befehl von mir, dem Kaiser. Ach so. Der Kaiser. Der Kaiser, Digga. Den Kaiser, habe ich gesagt. Der Kaiser! Da kann man dann vielleicht klar. Ach, ich mach's mal aus Holz und später kann man dann so umbauen. Aluna ist so wenn man jetzt anfangen mit Glas und sowas zu machen. Ich bin am Farm. Also ich suche Eisen. Ah. Die Farmerverbindung wurde unterbrochen. Na, du toll. Eine ist sie. Ich bin rausgeflogen. Du eine bin ich.
Ach da, ich sehe dich sogar, dein Nametag. Echt? Mhm. Ja, wo bist du? Was? Warum fliege ich da jetzt? Hä, warum fliege ich jetzt da und raus? Was soll das? Nee, warte mal, das war Kommst du mit runter? Wie kannst du denn mich mit ihr verwechseln? Das geht doch nicht. So, ja, verdrängst du dich denn auch? Ich hatte nur noch ein Herz. Moment, bist du gerade auch mir nachgeschwommen? Das finde ich witzig. Ja, ich hab dein XP aufgesammelt. Ja, toll, brauche ich eh nicht. Okay. Die hört sich alle gleich an. Tisch. Das sieht so geil aus! Ich kann nicht mehr. Kannst du bitte nochmal den Schild in die Hand nehmen? Okay, ja, also. Und jetzt? Jetzt bist du ruhig? Ja, jetzt geht's wieder. Was ist jetzt so lustig gewesen? Die Türen oder was? Fängt den Text schon weg? Ja, das sah so geil aus. Erklär's mir, wie sah es aus? Ja, kannst du dann in meiner Aufnahme sehen. Gucke ich mir wieder. Schaut unbedingt auf Multiplayer vorbei. Genau. Ah, oh. Oh, nice. Was willst du denn jetzt mit einem Eis? Schlecken? Sicher? Schon, ja. Wahnsinn, also du, es wird auf jeden Fall wirklich hardcore, weil du kommst ja wirklich nicht weit, ohne gleich zu verhungern. Das ist echt so. Das ist doch das Schöne. Wie wollen wir überleben, Tarok? Sag es mir. Pro-Gaming. Ja. Pro-Gaming. Sowas ist nur was für Pro-Gamer überlassen, aber wir? Ja, sind wir doch, oder nicht? Hallo? Na klar. Das ist ein Quatsch. Was ist los mit euch? Hab ich lange nicht mehr gehört, so ein Quatsch. Ich steh es nicht. Sagt der Typ, der anfängt bei der Tür zu lachen. Ja, das hättest du sehen müssen, das sah voll episch aus. Ja. Muss noch Musik drunter fügen und dann die Türe und dann dieses Geräusch in Zeitlupe. Quietsch! Ja, bei mir quietschen die Türen, sollten einfach nicht mal geölt werden. Hat irgendjemand aufgepasst, wie lange wir schon aufnehmen? Gut. 20 Minuten, genau. Machen wir noch ein bisschen oder reicht es für die erste Folge? Also nicht mehr allzu lang, ich muss gleich weg. Ach so. Ja gut, dann machen wir noch, bis du weg musst und dann. Du stellst dich. Loggst dich dann aus, rennst runter, gehst vor deine Eingangstür und haust dich einfach mal voll ab, wie lustig deine Eingangstür aussieht. Was? Ach nein! Quatsch! Ich lach doch nicht über Türen, das ist ein Quatsch. Das wäre ja lächerlich. Ist echt so. Ja, was ist eine Türe? Ihr habt einen Vorhang zu Hause. Das wird sicher bequem, ein Vorhang. Ah, da hätte ich immer Angst, wenn der Wind weht. Hallo? Entschuldigung. Aua! Boxt euch etwa schon wieder? Ach Quatsch, nein, Mami. Ich mach gar nichts, ich bin nur lieb. Nee, die sind schon wieder ganz böse. Ich hab das gesehen. Wir hätten die Samen eben nicht an die Hühner geben sollen, jetzt können wir die brauchen. Könnt ihr euch gegenseitig töten, dann kriegt ihr auch welche. Obwohl, nee, gar nicht, das waren Eier. Ja, genau, das waren Eier. Oh Mann, ey. Ich verstehe gar nichts mehr, nur Bahnhof. So, was brauche ich denn jetzt Schönes? Sag mal an hier. Nee, seit wann habe ich ein Schwert? An hier? Mhm. An hier? Seit wann habe ich ein Schwert? Absolut keine Ahnung. Hä? WTF, wo ist meine Hacke hin? Oh, ich hab die jetzt wieder. Hä, wann habe ich die da reingetan? Was zur Hölle? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, die Hacke weggetan zu haben. Was war das für ein Knopf? Nee, Q war zum Fallen lassen. Mit F kannst du es in die Offhand nehmen. Achso, ja, Q. Moment, wie schlägt man dann nochmal? Wie schlägt man dann nochmal mit dem Schwert? Rechtsklick? Gar nicht, Dual Wielding geht nicht. Oder? Es geht nicht!
Was ist das für ein Drecksspiel? Was frage ich? Das sieht noch ein bisschen buggy aus, tatsächlich. Ja, wie gesagt, wir haben auf jeden Fall noch einiges umzustellen. Auf jeden Fall. So, ich mache Fortschritte mit dem Haus. Ich habe hier gerade so einen kleinen Weg so runter zum Wasser noch gemacht, so auf der Seite. Ich muss sagen, für ein Anfangshaus ist das echt phänomenal schön. Ja, ich gebe mir auch Mühe. Im Gegensatz zu letztem Mal. Das kann man nicht leugnen. Aber es fehlt halt so viel, weil ich hätte gern, wenn wir Sand und einen Ofen und Kohle macht, dann kann ich schon mit Glas arbeiten, weil ich wollte den eigenen. Ja, Kohle haben wir ja. Und Sand kannst du ja selber machen. Oh. Echt so. Ich finde aber keinen Sand. Ja, das meine ich ernst, auch wenn hier hinter mir Sand im Wasser ist. Ich gehe da nicht ran ins Wasser. Ach so, einer bist du also. Obwohl. Ah, warte mal, genau, jetzt brauche ich da noch Stein, so. Oh nein, zur Nacht. Ja, also ich bin in meinem Häuschen, ich bin in Sicherheit. Der Rest ist mir eigentlich egal. Gut, schön, dass wir das geklärt haben. Ja, finde ich auch. 2, 1, 2, 1, 2, 1. Hey, das passt sogar. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass man von dem Gras mehr Samen bekommt. Jetzt habe ich gerade gedacht, du sagst irgendwas. Du sagst irgendwas, dass man von Grashacke dicht wird. Was stimmt mit dem Kerl nicht? Wieso kommst du da auf so da drauf, wenn ich anfange von Gras zu reden? Keine Ahnung. Frag mich sowas nicht. Hä, wieso denkst du dann direkt an Reed? Das habe ich doch, das hast du gerade. Nur Quatsch. Ich gebe mal gerade Mühe. Ja, so viel Mühe habe ich mir noch nie gegeben für ein Gebäude. Ja. Oh, voll praktisch. Man kann jetzt voll viel einfacher einsäen. Was? Ah ja, wenn man wieso? Die Hacke in die Offhand nimmt. Und dann die Samen in die andere Hand, da kann man einfach Rechtsklick drücken und dann wird erst das Feld gemacht und dann wird danach der Samen eingepflanzt. Samen eingesehen? Ah ja. Ach ja. So beides auf einmal mit einem Tastendruck? Ne, mit zwei Tastendrucksen. Ach so, das ist normal. Oh, lame. Ja, wirklich. Was ist denn das für ein Spiel? Auslocken. Was ist das denn? Gleich mal gelöscht. Ist ja lächerlich. Ja, wo gibt's denn das? Wo soll ich zum ersten Mal? Und so muss ich jetzt also auch schon anfangen mit bauen, wenn ihr das schon alle macht, oder was? Ja, du kannst auch helfen. Also ich baue jetzt erstmal ein Lagerhaus, hab ich mir gedacht. Ein Lager. Karl Lagerfeld. Karl Lagerfeld, genau. Betten wären auch nicht schlecht. Ich habe irgendwo Schafe gesehen. Schafe. So, 1, 2, 3. So, dann haben wir von hier. 1, 2, 3. Das passt auch. Hey, der Mann kann zählen. Ist das denn die Möglichkeit? Boah, ich hab mich gerade mega erschrocken. Ich hab mich runtergebaut und dann war da plötzlich eine Höhle und ich bin richtig tief runtergefallen. Und trotzdem nicht gestorben? Nee. Wie machst du das denn? Im Wasser gelandet. Oh. Das ist so eine Schlucht und da war so ein Flussdingens drin und da bin die ich auch drin gelandet. Ich glaube auch, die Hektor. Nee. So was mach ich nicht. Die Hektor. So, ich hätte mal gesagt, wir könnten diese Folge Schluss machen. Ja, wir machen Schluss, liebe Leute. Es ist aus. Es liegt nicht an euch, es liegt an uns. Nein, es liegt nur dir, Taug. Und du leuchtest. Hey, du leuchtest. Warum hast du der Fackel? Er hat zu viel Geld, er hat zu viel Reichtum. Wir müssen Taug plündern in der Nacht, in denen er schläft. Müssen wir ihn ausbeuten. Wo ist der Enderman hin? Ich höre den die ganze Zeit, aber ich sehe ihn nicht mehr. Er geht einfach mal Enderman jagen ohne uns. Was soll das? Ist auf dem Dach, auf dem Baum. Auf dem Dach. Ja, da. Taro ruft die Feuerwehr. Ups. Da ist ein Kätzchen auf dem Dach. Das ist ein Baum. Sag ich doch. Oh. Alter, macht der viel Damage. Sterb. Oh, danke. Puh. Jo, war wieder Action hier, wa? Verabschiede dich mal. Ja, für mich war's das. Die Folge ist für mich lang genug. Na gut.
Dann mach mal ein Outro. Das ist gut. Ich sag einfach mal, wie immer, wieder schauen und reingehauen. Normalerweise sage ich das eigentlich umgekehrt. Also, reingehauen und wieder schauen. Alles klar. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Schau. Richtig lustlos. Ja, ich bin auch lustlos, weißt du? Ich hab eigentlich nur Lust, den dazu verpassen. Aua! Tschüss! Du Wichser! Gerade noch mal gut gegangen, ey.